Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das Wochenende ist vorbei. Es war eigentlich so die letzte große Chance auf Kyogre und Glodon. Ein paar Tage sind sie noch da, ein paar Tage läuft das Event noch. Aber an sich jetzt so am Wochenende, das war natürlich die beste Chance. Ich habe jetzt das Wochenende nicht mehr so viel geradet und ich hatte auch keinen Erfolg mehr. Leider kein gutes Kyogre mehr bekommen, leider kein Shiny Kyogre mehr bekommen. Wie gesagt, ein paar Versuche haben wir noch, mal schauen. Die letzten paar Versuche werden wahrscheinlich auch gestreamt, also haltet eure Augen offen und schaut dann im Livestream vorbei. Ich habe schon von vielen gehört, dass es bei denen ganz gut läuft. Natürlich auch von vielen, dass es nicht gut läuft. Ich kann euch jetzt kein Ausbeutevideo zeigen, weil ich gar nicht genau weiß, wie viel ich gemacht habe. Die sind ja nicht zum ersten Mal da, sondern zum zweiten, dritten Mal. Und da habe ich vollkommen den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht, wie viel ich beim ersten Mal gemacht habe und so. Ausbeutetechnisch, Grodon 4 Shiny, das beste 96. Kyogre 0 Shiny, das beste 93. Da hätte ich echt gerne noch einen 96er gehabt. Dann hätte ich noch ein Grodon, mein drittes, und noch ein Kyogre, mein drittes, gemaxt. Lucky? Ja, Lucky läuft bisher nicht so gut. Also läuft schon gut. Aber bezüglich Legendären, Kyogre und Glodon überhaupt nicht. Ich habe ein paar andere neue Luckys. Also die Sammlung allmählich, langsam und allmählich, ja, ist die demnächst fertig. Zumindest was die häufigen Sachen betrifft. Fehlen natürlich immer noch eine Menge Legendäre und ein Spezialtausch pro Tag. Das kann noch lange dauern. Aber, wo wir nachschauen können, ist beim kleinen Account. Der hatte davor nur Kyogre und nur Glodon. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe auch gar keine Ahnung, wie viel er gemacht hat. Bin echt gespannt auf die Ausbeute. Dann schauen wir uns an, wie viel er gemacht hat, was seine besten sind und natürlich auch die ganz anderen Sachen. Weil vor ein paar Wochen zum Kanimani Sea Day hat er einen krassen Boost bekommen. Nur EP-technisch durch Freunde und Glücksei 2,4 Millionen oder so. Ist jetzt Level 38. Schauen wir mal wieder rein, wie weit er so ist und die ganzen Statistiken und sowas. Und bevor ich es wieder vergesse, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und heute sind natürlich wieder X-Rays. Immer noch Deoxys Angriff Form. Ich wünsche euch natürlich viel Glück. Ich habe auch ein paar am Start. Zwei, glaube ich. Mal schauen, ob ich diese Woche Glück habe. Letzte Woche hatte ich ja vier gemacht. Checkt das Video auch nochmal ab. Aber bei allen vier kein Erfolg. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich mache die Bildschirmaufnahme an. Und wir schauen uns den zweiten Account an. So, Level 38. Ich glaube, wir schauen uns erstmal die Kyogre und Glodon Ausbeute an. Wie gesagt, er hat mit 0 angefangen. Und er ist free to play. Er hat nur die täglichen Münzen und da auch nicht jeden Tag. Manchmal stecke ich ihn gar nicht in die Arena und manchmal wird er gar nicht gekickt. Ich versuche da so viele Münzen wie möglich rauszubekommen. Und mit den Münzen kauft er nichts anderes als Raid-Pässe. Keine Erweiterung, kein gar nichts. Keine Inkubatoren, nur Raid-Pässe. So, Kyogre haben wir gemacht. 12 gefangen von 13. Was nicht schlecht ist. Ich meine, das Event lief nur 2 Wochen. Und Grodon haben wir 15 von 16. Das heißt, gesamt haben wir 29 Raids gemacht. Und die Quote ist halt auch richtig krass. Es ist nur ein Grodon geflohen. Und ein Kyogre ist geflohen. Schon heftig. Und ihr seht, er hat sogar ein Shiny bekommen. Das war echt krass. Auf beiden Accounts gleichzeitig. Hier sein erster und auf meinem Main-Account mein vierter. Ich schaue so drauf. Bam, beide gleichzeitig. Aber leider ziemlich schlecht. So, Pokédex, falls jemand interessiert. Ich habe angefangen, ein paar Sachen zu entwickeln. Damit da mal ein paar Einträge reinkommen. Aber an sich auch noch nicht alles entwickelt. Aber hier ein paar Sachen. Wir gehen, glaube ich, erstmal auf Kyogre. Wettkampfpunkte. Wir haben 100% Kyogre. Wir haben 2 93er. Ja, und das andere ist, naja. Also auf jeden Fall 3, die ich maxen würde. Für den Kleinen. Die beiden 93er sind für diesen Account Hammer, top. Auf meinem Main würde ich das halt nicht maxen. Da bin ich andere Standards gewohnt. Heißt aber jetzt nicht, dass 93 zum Beispiel schlecht ist. Weil man hört ja immer dieses Gelaber von den 100ern, 98ern und so. Aber ganz ehrlich, ausgehend davon, wie ihr spielt und was für ein Limit ihr euch selber setzt. 93 ist auch top. 91 auch. Aber der 100er ist schon krass. Den hätte ich natürlich gerne auf meinem Main gehabt. Habe ich ja, aber noch einen. So, Glodon. Ja, wie sieht's aus? Bisschen schwächer. Wir haben halt nur ein. Ich glaube, das ist nur ein 93er. Das ist nicht mal 96er. 37. 26 danach. Leider nicht so gut mit Glodon. Er hat zwar einen Shiny, aber ihr seht, das ist einfach das Niedrigste. Der wird auf jeden Fall gemaxt, der 37er da. Und ausgehend davon, wie viele Bonbons ich noch habe, dann wahrscheinlich nicht so viele. Dann auch noch der wahrscheinlich. Ich meine, Boden braucht man jetzt auch nicht so unbedingt dringend. Gegen Heatran wäre es gut gewesen. Bei Heatran habe ich knapp nicht zu zweit geschafft. Und jetzt mit dem Glodon wahrscheinlich schon. Aber Kyogre kann man auf jeden Fall eher gebrauchen, Wasser. Da denke ich, werde ich auf jeden Fall erstmal die 3 maxen. Bevor ich hier einen zweiten Glodon maxe. Apropos Heatran zu zweit. Bisher war der Account ja eher dazu ausgerichtet, mir nur Lucky Pokémon zu bringen. Sonst absolut gar nichts. Aber jetzt so langsam, wo ich die ganzen Luckys habe, ja, da schwingt der Fokus ein bisschen rüber zu Support in Raids. Und jetzt versuche ich langsam
krasse Armee aufzubauen für den. Hier könnt ihr es auch schon sehen. Und da dann ein paar Raids im Duo zu machen. An sich sieht es gar nicht so schlecht aus bisher. 298er Mewtwo. Irgend komisches Lucky Dragoran. Rihornion ist ziemlich schlecht, aber der ist aus alten Zeiten. Der war schon Max. Den habe ich rübergetauscht. Max und dann einfach nur entwickelt. Lucky Despotar mit Stein. Shiny Metagross. Okay. Ein paar Gyarados. Die meisten habe ich Max rübergetauscht. Aber die werden jetzt ja von Kyogre ersetzt. Der war zum Beispiel schon richtig ziemlich hoch und ist Lucky geworden. Ihr könnt es hier sehen, 2016. Ein Nebenprodukt meiner Lucky-Jagd. Macho mein Lucky. Da versuche ich auf jeden Fall noch 5 weitere mir zu besorgen für den. Also einmal, wenn ein krasses Nest in München kommt, da werde ich auf jeden Fall hin und ein bisschen farmen, sogar für den Kleinen. Auch hier, IV-technisch, ist es mir eigentlich egal. Weil hier achte ich ja direkt nur auf 100 und so, auf krasse IV, 98, 96. Hier ist es eigentlich vollkommen egal, ich pushe einfach das, was ich habe. Ich achte nicht mal so wirklich drauf. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie viel IV das Macho Mai hat. Der wird einfach gemaxt, weil er lucky ist. Der Unterschied ist jetzt nicht allzu riesig. Dann haben wir hier noch ein Shiny mit Katapult. Das Shadows ist, habe ich einfach nur für die Quest entwickelt. Meltan oder Celebi bekomme. Lucky Alola Geowatz. Also der setzt auf jeden Fall mehr auf die Luckys, damit das alles hier ein bisschen billiger wird, zwecks Pushen. Seedee Visaflor, leider nicht Lucky. Da habe ich mich leider noch nicht wirklich drum gekümmert, dass der auch krass wird. 98er Giratina hat er auch. Mein bestes Giratina war 91 oder so. Aber den werde ich erstmal nicht pushen, dafür habe ich eigentlich keinen Gebrauch. Dann hat er noch ein paar Gengars, werde ich vielleicht irgendwann mal pushen. Deoxys nicht unbedingt. Metagross vielleicht irgendwann mal noch. Rizor aus Gehornio kann ich mir noch eins machen. Auf jeden Fall werde ich mir 6 Lucky Mammutel machen. Einfach damit ich irgendwelche Drachen-Raids dann im Duo machen kann. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für den Seedee, dass der hier 6 Max Lucky Mammutel bekommt. So, schauen wir uns noch ein paar Statistiken an. 100er Celebi, er braucht nur noch ein Bonbon. Dann habe ich genug, dann kann ich auch noch den maxen. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Er hat natürlich nicht unendlich viel Staub. Er hat, glaube ich, um die 500.000-600.000. Medaillentechnisch, ich weiß nicht, was euch da so interessiert. Wahrscheinlich so gefangene Pokémon. 10.000 ungefähr. Das Krasse ist, ich kenne so viele mit 20.000, die sind bereits Level 40. Was halt an sich wirklich so gering, so wenig ist. Und der wird es wahrscheinlich mit, keine Ahnung, nicht mal 15.000 wird er wahrscheinlich Level 40 erreichen. Beste Freunde hat er 18, das waren saftige 3,6 Millionen EP. Legendäre Raids, 166 gemacht. Ja, und EP technisch hat er 13,2 Millionen. Das heißt, es fehlt echt nicht mehr viel. 1,8 und er ist einfach so Level 39. Und diese 1,8 wird er auf jeden Fall beim nächsten Seedee wieder erreichen. Und dann sind wir auch schon kurz vor Level 40, 39, der letzte Endspurt. Geht auf jeden Fall ziemlich schnell jetzt mit den ganzen Freundschaften und so. Sind natürlich künstlich erschaffene EP. Die geben halt keinen Staub und auch keine guten Pokémon. Und das ist jetzt, glaube ich, so das nächste Ziel von dem Kleinen. Dass er sich da ein paar krasse Pokémon aufbaut und wir dann und dann in Raids auch tatsächlich aushelfen kann und nützlich sein kann. Dementsprechend ja, pushen wir doch mal ein bisschen Kyogre hier. Saftig, 100%. Der wird gemaxt hier. Also zumindest so viel wie Bonbon technisch geht. Weil der hat natürlich nicht genug Bonbons. Ist natürlich auch eine andere Sache. Genug Bonbon sammeln von Legendären. Kann man jetzt nicht so leicht unterschätzen. Vor allem als Free-to-Play-Account ist es ja nicht einfach so gang und gäbe, so viele Raids zu machen. Ich meine, ich habe auf meinem Main-Account zu viele Sonderbonbons. Mehrere 500, 600 sogar. Und das, nachdem ich jetzt schon wieder ein paar 200, 300 Bonbons ausgemistet habe. Und mit Ausmisten meine ich nicht weggeschmissen, sondern irgendwo reingesteckt. In Kyogre, in Groudon, in Deoxys. So. Wir neigen uns dem Ende der Bonbons. Jedes Sonderbonbon wird da reingesteckt. Und mit dem wird auch als nächstes gelaufen. Das kann echt eine Weile dauern, die Bonbons zu sammeln. Letzter Push. Vorerst 3880. Damit kann ich schon ein paar Sachen anfangen. Ja, auf jeden Fall, das war ein kleines Update zum zweiten Account. Die Ausbeute vom Höhen-Event Kyogre und Groudon sind natürlich zwei sehr schmackhafte, saftige Legendäre. Die boosten den Account auf jeden Fall hoch. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen im Alltag. Wir haben noch 2 Tage Zeit. Geht raus, nutzt es noch aus. Vielleicht kriegt ihr noch einen 100er oder einen Shiny. Vielleicht kriege ich noch einen 100er oder einen Shiny.
Und wie gesagt, euch viel Glück bei den X-Rates und mir viel Glück bei den X-Rates. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.